Leute, ich bin jetzt an meinem Spot angekommen. Wie ihr seht, ich habe mein Zelt schon aufgebaut. Hier sind meine ganzen Sachen. Es gibt gleich hier Spaghetti mit ein bisschen Tomatensauce. Ja. So, ich erzähle euch jetzt mal, warum ich hier bin. Da hinten seht ihr diese paar Bäume hier und da unten ist ein See. So, das Ding ist, ich dachte, ich kriege hier irgendwo einen Spot im Wald, wo ich den Ausblick auf den See habe, aber hier ist alles so zugewachsen. Ihr seht hier, alles ist so zugewachsen, dass ich einfach keinen Blick auf den See habe. Bisschen schade, aber ich sag mal so, ist auch geil, einfach so hier im Wald zu pennen. Warte, ich zeige euch das mal von einer anderen Perspektive kurz. So Leute, hier seht ihr es nochmal. Mein Ziel war nämlich eigentlich, heute Nacht die Milchstraße zu fotografieren. Und zwar mit Blick auf den See. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich probiere trotzdem die Milchstraße zu fotografieren und morgen auf jeden Fall auch den Sonnenaufgang. Vielleicht einfach von hier so. Dann sieht man hier oben die Milchstraße. Das könnte eigentlich klappen. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Aber jetzt mache ich mir erstmal ein bisschen Essen. Okay Leute, gönnt euch das mal hier. Wow. Essen ist fertig, das gönne ich mir jetzt mal. Draußen sind so viele Mücken, ey. Ich muss es jetzt auf jeden Fall hier drin essen. Aber ist ja nicht schlimm, kann man schon machen. Okay Leute, ich nehme das Ganze hier, wie man unschwer erkennen kann, mit dem Handy auf. Meine Kamera ist nämlich gerade draußen, die macht gerade eine Timelapse. Ich probiere so eine Day-to-Night-Timelapse. Ja, mal gucken, ob das was wird. Es ist gerade 22 Uhr und ja, ich gehe jetzt mal pennen. Ne? Bis morgen. Ja Freunde, wie ihr seht, hat das mit der Day-to-Night-Timelapse eigentlich relativ gut geklappt. Also ich war selber überrascht, dass es für den ersten Versuch so gut geklappt hat. Ja, die Sache ist nur die, dass meine beiden Kameraakkus am nächsten Morgen komplett leer waren und ich so nichts mehr mit meiner Kamera shooten konnte. Deshalb sind die nächsten Aufnahmen alle mit dem Handy entstanden. Also sorry für die Qualität. Ich wollte eigentlich aus diesem Video ein relativ hochqualitatives Video machen. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so, wegen dem Handy, aber kann man nichts machen, ne? Ja, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem weiter dran. Ja, ich bin dann also morgens ungefähr um 6 Uhr oder so aufgewacht. Dann habe ich mir erstmal einen kleinen Kaffee gemacht. Ja, dann habe ich so langsam auch mein Zelt abgebaut und bin dann auch schon los wieder nach Hause gefahren. Auf dem Weg nach Hause ist mir dann eingefallen, dass ich ja die Drohne noch dabei habe. Und dann dachte ich mir, mache ich noch ein paar Drohnenaufnahmen. Ich wollte jetzt nicht zu viele machen, weil da ein Förster oder sowas in der Nähe war und ich hatte keinen Bock, Stress mit dem zu kriegen. Deshalb hier nur ein paar Luftaufnahmen, dass ihr mal einen Überblick habt, wie das da so aussah, wo ich gepennt habe. Okay Leute, ich habe mir jetzt noch überlegt, damit ihr wenigstens ein bisschen Mehrwert aus dem Video habt, zeige ich euch noch am Ende, wie ich diese Timelapse aufgenommen habe, was man vielleicht beachten muss und wie ich sie dann am Ende in der Post-Production auch fertig gemacht habe, sodass ich sie als ein fertiges Video halt abspielen kann. Okay, vorneweg sage ich nur nochmal, das war mein erster Versuch überhaupt so eine Timelapse zu machen, so eine Day-to-Night-Timelapse. Und ich weiß, die ist jetzt nicht perfekt geworden. Ich finde schon, dass sie ziemlich gut geworden ist für den ersten Versuch auf jeden Fall. Aber ich weiß auch selber, dass sie jetzt nicht perfekt ist. Ich denke, es geht klar, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich besser machen kann. Denn ich habe mich auf jeden Fall nochmal darüber informiert, was man beachten kann, welche Tricks es so gibt, um diese Timelapse halt so gut wie möglich hinzubekommen. Und ja, diese Tipps möchte ich jetzt an euch weitergeben. Also, der allererste Punkt ist die Location. Da ist es eigentlich relativ egal, wo ihr die Timelapse aufnehmt. Wichtig ist natürlich, dass man den Himmel sieht, ist klar. Man sollte den Himmel auf jeden Fall gut sehen können, dass nicht irgendwie irgendwelche Bäume davor sind oder so. Weil dann sieht es halt später nicht cool aus. Man sollte halt schon im Himmel sehen, wie sich die Farbe vom Himmel verändert und so. Ihr wisst Bescheid, Leute, ihr wisst Bescheid. So, das zweite sind die Kameraeinstellungen. Das ist ziemlich wichtig. Ihr solltet eure Kamera auf den AV- bzw. A-Modus stellen. Bei Canon-Kameras ist es der AV-Modus und bei Sony-Kameras ist es A. Ja, das heißt nicht mehr als Blendenpriorität.
Also ihr stellt die Blende fix ein, die bleibt auf der Blende, die ihr halt eingestellt habt. Ihr könnt da 1,4, 1,8, was auch immer ihr einstellen wollt, halt einstellen. Ich empfehle euch übrigens eine offene Blende zu nehmen, weil ihr werdet in die Nacht rein shooten, wenn ihr eine Day-to-Night-Timelapse macht. Und in der Nacht braucht ihr natürlich eine offenere Blende. Deshalb stellt die Blende einfach auf das Höchste, was ihr habt, also auf das am weitesten offene, was ihr halt könnt. Ja, und das Gute an der Blendenpriorität ist eben, der Shutter Speed wird den Lichtverhältnissen entsprechend angepasst. Das heißt, wenn es noch Tag ist, startet ihr eure Timelapse und die Verschlusszeit wird dann immer länger, weil es halt immer dunkler wird. Und so habt ihr halt immer ein gut belichtetes Bild, ohne dass ihr irgendwas an der Kamera rumstellen müsst. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, und zwar wie man die Timelapse dann startet. Ja, die meisten Kameras heutzutage haben eine eingebaute Timelapse-Funktion. Das ist ziemlich geil. Also meine Sony hat das auch als Applikation. Dort kann man dann den Intervall, die Dauer der Timelapse einstellen und so. Und dann drückt man eben auf den Auslöser und dann fängt die Kamera halt an, in dem Intervall, was ihr eingestellt habt, die Fotos zu machen. Und ihr habt dann später auf der Speicherkarte eben jedes einzelne Foto als eine RAW-Datei, als eine JPEG-Datei, wie auch immer ihr das Ganze aufnehmt. Es gibt aber leider auch Kameras, die diese eingebaute Timelapse-Funktion nicht besitzen. Und für die Leute, die sowas nicht haben, denen empfehle ich dann einen Fernauslöser bzw. einen Intervall-Timer für die Kamera. Die gibt es ganz günstig für 20 Euro oder so, meine ich. Und ihr könnt dann auf dem Gerät den Intervall, mit dem eure Kamera die Fotos machen soll, eben einstellen. Und das Gerät ist dann sozusagen eure Timelapse-App. Ja, der vierte und letzte Schritt ist dann die Post-Production, also wie ihr die ganzen Bilder dann zusammenfügt zu einem Video. Und das zeige ich euch jetzt am besten am PC. Okay, Leute, das allererste, was ihr natürlich macht, ist eure Bilder mal alle in Lightroom reinziehen. So, wenn ihr jetzt alle Aufnahmen hier in Lightroom drin habt, sucht euch einfach eine einzige Aufnahme aus. Ich nehme jetzt mal eine, wo es schon Nacht ist, weil da gefällt mir der Weißabgleich nicht, und ihr passt an diese Aufnahmen den Weißabgleich so an, wie ihr ihn auf dem ganzen Video halt haben wollt. Das ist auch noch ein Tipp von mir, Leute. Stellt den Weißabgleich auf jeden Fall manuell ein und niemals auf Auto, so wie ich es hatte. Deshalb hat er bei mir hier echt Kacke gebaut, der Weißabgleich, sieht man hier. Ja, das ist auf jeden Fall kein Sternenhimmel mehr. Einfach Entwicklungseinstellungen kopieren. Alles kopieren. Und dann ganz zum Anfang gehen, das erste Bild auswählen, wieder komplett bis zum Ende, das letzte Bild mit gedrückter Shift-Taste anklicken, dann Rechtsklick und Entwicklungseinstellungen einfügen. So, jetzt fügt ihr nämlich die Einstellungen, die wir gerade an dem einen Bild gemacht haben, auf jedes Bild an, sodass ihr überall konstant den gleichen Weißabgleich habt. Wow, fertig. Okay, Leute, wenn das Ganze dann fertig ist, wählt ihr einfach alle Bilder aus, geht oben links auf Datei, exportieren. So, dann wählt ihr hier oben einfach aus, worin ihr die Datei exportieren wollt. Gebt dem Ganzen einen Namen und ganz wichtig bei der Qualität, macht ihr hier in Bildschirm einpassen, dann geht ihr auf Abmessung und gebt hier die Auflösung ein, die ihr haben wollt. Ich nehme hier in dem Fall 4K. Das Ding ist eben, wenn ihr die Aufnahmen in der vollen Qualität, wie eure Kamera sie aufgenommen hat, exportiert, dann kommt euer Schnittprogramm damit auf jeden Fall nicht klar, weil das einfach viel zu große Bilder sind. Deshalb nehmt einfach eine kleinere Auflösung, 4K reicht auf jeden Fall vollkommen aus, und dann drückt ihr einfach auf Exportieren. So Leute, wenn eure Bilder exportiert sind, öffnet ihr Premiere oder eben euer Schnittprogramm, was ihr gerne nutzen wollt. Dann erstellt ihr ein neues Projekt. Nennt das einfach Timelapse, was weiß ich, ist ja auch egal. Okay, wenn ihr jetzt hier drin seid, drückt ihr hier oben auf Datei, importieren, und dann wählt ihr eben euren Ordner aus, wo ihr die einzelnen Bilder halt rein exportiert habt. So, dann geht ihr zum zweiten Bild oben und ihr müsst auf jeden Fall hier dann Bildsequenz anhaben, also ein Häkchen hier dran haben, und dann drückt ihr einfach auf Öffnen. So, dann hat Premiere euch jetzt hier die Bilder in eine Videosequenz reingeladen. So, diese Sequenz könnt ihr jetzt einfach hier in eure Timeline reinziehen.
Und jetzt habt ihr eigentlich schon euer fertiges Video. Das ruckelt zwar jetzt alles bei mir, weil es halt noch nicht gerendert ist, aber ja, man sieht auf jeden Fall, dass das geklappt hat. So Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Ja, ich hoffe, ihr konntet dann am Ende doch noch was lernen und etwas aus dem Video mitnehmen. Ja, war zwar ein bisschen schade, dass die beiden Kameraakkus dann leer waren und ich nichts mehr mit der Kamera aufnehmen konnte, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr keine zukünftigen Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Ihr wisst Bescheid, Leute, das kostet natürlich gar nichts und ihr seid halt immer auf dem neuesten Stand. Ja, und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao!